Sie denken sich nichts dabei. Aber in diesem Moment wird die Bombe neben der Giebelwand abgestellt. Diese Mauer grenzt an den Platz mit dem Gefallenen-Denkmal, vor dem am folgenden Morgen die Zeremonie mit einer Kranzniederlegung begangen wird. Die Bombe in Enniskillen war ein selbstgebastelter Sprengkörper mit einer explosiven Düngemittelmischung. Sie wurde wohl gegen die Giebelwand gestellt, direkt über dem Fußweg neben dem Denkmal. Sie hatte einen elektronischen Zeitzünder. Er war auf morgens 10.43 Uhr am Volkstrauertag gestellt. Ich weiß noch, dass ich mir an jenem Morgen im Schlafzimmer ein Cricketspiel im Fernsehen anschaute, als meine Mutter reinkam. Ich sagte zu ihr, muss ich heute Morgen wirklich mit? Ich habe eigentlich keine Lust. Sie antwortete, dein Vater freut sich, wenn du mitkommst. Geht doch beide. Und das taten wir dann. Für uns war es ein Familientag. Und Serena, unsere jüngste Tochter, sie war Schuldsprecherin, sollte den Kranz niederlegen. Mein Mann und meine jüngste Tochter Mary planten, zum Denkmal in Enniskillen zu gehen. Ich dagegen wollte wie gewöhnlich an diesem Tag in die Methodistenkirche gehen, um dort auf der Orgel zu spielen, bevor die Parade die Kirche erreichte. Wir gingen wie üblich zur Volkstrauertagparade. Mein Vater und ich standen in der Menge, sahen uns alles an und trafen alle möglichen Bekannten, die wir vielleicht ein Jahr lang nicht mehr gesehen hatten. Am Volkstrauertag trifft man eigentlich jeden wieder, den man kennt. Gordon und Mary machten sich auf den Weg zum Denkmal. Haben Sie sich damals von ihr verabschiedet? Ich erinnere mich sehr genau. Ich war in der Küche, als sie an mir vorbei zur Hintertür eilte und Tschüss, Mama, sagte. Ich rief hinterher, Mary, hast du deinen Regenschirm? Und sie sagte, natürlich, nur keine Panik. Als 10.43 Uhr näher rückt, hat sich schon eine große Menschenmenge versammelt, um der Parade der Militärkapelle und den Kranzniederlegungen zuzuschauen. Viele stehen auf ihren Lieblingsplätzen vor der Hauswand des Clubs. Mein Vater stand immer am liebsten hinter dem Eisenzaun vor den Clubräumen. Er kam immer schon früh, weil man von dort aus am besten sehen konnte, wie sich die Kapelle auf der Straße näherte. Meine Tochter legte einen Kranz nieder und ich bin an diesem Morgen extra hingegangen, um sie dabei zu fotografieren. Von dort, wo wir standen, hatte Jim aber keine gute Sicht für die Fotos. Deshalb gingen wir weiter, direkt an den Zaun. Wir standen also vor dem Zaun, ich in der Mitte zwischen meiner Mutter auf der linken Seite und meinem Vater auf der rechten. Dann warteten wir einfach. Das Letzte, was ich zu meinem Vater sagte, als ein Polizist an uns vorbeiging, war, wer ist das? Er war ja ebenfalls bei der Polizei, aber ich bekam keine Antwort mehr. Ich erinnere noch, dass Dad irgendwas über Schirme sagte. Hast du einen Schirm mit oder sowas ähnliches? In der Sekunde explodierte die Bombe. Thank you.
Ich hatte gerade noch Zeit zu denken, das ist eine Explosion, als ich auch schon von den Beinen gerissen und in die Luft geschleudert wurde. Mir war bewusst, dass ich durch die Luft flog und ich dachte, dass ich sterben würde, weil die Trümmer auf meinen Kopf stürzten. Das registrierte ich. Ein großer Mauerbrocken traf mich seitlich am Gesicht. Dadurch stürzte ich um und das Gebäude fiel auf mich und begrub mich. Ich weiß noch, dass ich den Kopf anhob und mir ans Gesicht fasste. Es blutete stark und ich dachte, ich bin schwer verletzt. Ich spürte das große Gewicht all der Mauersteine mit dem Staub auf meinem Körper und weiß noch, dass ich dachte, das ist eine IRA-Bombe. Die Detonation hat die ganze Giebelwand zerrissen und das tonnenschwere Mauerwerk auf die Zuschauer geschleudert. Ich glaube, ich war ein paar Sekunden lang bewusstlos, denn als ich wieder zu mir kam, herrschte große Stille und ich stand bis zu den Knien im Staub. Eine Weile war es ganz still. Dann brach die Hölle los. Es ist wie eine Szene aus einem Film. Absolutes Chaos. Menschen, die umherrennen. Menschen, die schreien. Menschen, die verletzt am Boden liegen. Menschen, die man aus den Trümmern zieht oder über denen man die Trümmer abräumt. Einmal sehe ich zwei Körper, die man mit Mänteln bedeckt hat. Sie waren leider schon tot. Rufe, Schreie, Weinen, zerbrochenes Glas und die Trümmer, unter denen die Zeremonie begraben wurde. Die Menschen schrien um Hilfe. Ich fing an zu schreien. Mir war bewusst, dass ich schrie. Und ich rannte los, um Jim zu suchen. Schließlich fand ich ihn. Ich erkannte ihn an seiner Schulter. Ich ging zu meiner Mutter, die unter den Trümmern flach auf dem Boden lag, mit angelegten Armen. Ich räumte die Mauersteine auf ihr so schnell ich konnte weg und warf sie wie besessen einfach zur Seite. Als ich sie teilweise freigelegt hatte, wusste ich, dass sie tot war. Ich kann es gar nicht beschreiben. Es war wie eine Szene aus einem Horrorfilm. Und überall war Blut. Ich habe wohl zu viel Theater gemacht, denn ein paar Soldaten legten ihren Arm um mich und führten mich von der Stelle weg, an der sie versuchten, Jim zu befreien. Ich weiß noch, dass ich schrie, sie sollten Jim rausholen. Waren Sie unter den Trümmern bei klarem Bewusstsein? Nein. Ich erinnere mich nur daran, dass eine schreckliche Dunkelheit und eine schreckliche Stille herrschten. Eine Stille, über die ich nicht sprechen kann. In welcher Verfassung war Jim Dixon? Er war nur die Gestalt eines Mannes in großer Not. Er war ein Opfer. Ich weiß noch, dass ich ihn anschrie. Jim, du bist am Leben und ich bin am Leben. Ich konnte nicht verstehen, warum er nicht mit mir sprach. Wir beide lebten doch, aber Jim antwortete mir nicht. Ich drehte mich nach rechts zu